bist ja jetzt schon fast 20 Jahre Moderatorin. Hast du in deiner Laufbahn denn auch ein Projekt, auf das du besonders stolz bist? Also ich muss schon sagen, am meisten stolz bin ich natürlich auf Zuhause im Glück, dass wir es geschafft haben, fast 14 Jahre als Team zu arbeiten, über 200 Häuser umgebaut zu haben, dass wir durchgehalten haben, weil es war wirklich Stress ohne Ende. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Es war nicht gespielt im Fernsehen. Wir hatten wirklich nur 8 Tage Zeit, ein komplettes Haus umzubauen. Und jeder, der baut, weiß, was da dranhängt. Und dass wir das über diesen langen Zeitraum geschafft haben, für viele Menschen ein Zuhause umzubauen, da bin ich wirklich stolz drauf. Und nicht nur auf mich, sondern vor allen Dingen auch alle, die drumherum waren. Da gehören ja ganz viele Menschen dazu, die Handwerker, die Planer, die mit mir gearbeitet haben, meine Assistentin und auch natürlich die Kamera und die Leute dahinter und die Produktion, die alles organisiert haben und letztendlich ja auch der Sender. Eva, ich habe erfahren, du baust aktuell ein denkmalgeschütztes Pfarrhaus um. Kannst du uns einmal ein bisschen mehr dazu erzählen? Ja, ich habe vor 5 Jahren mittlerweile, es ist schon so lange her, ein Pfarrhaus gekauft, ein denkmalgeschütztes. Und es war jetzt bis dieses Jahr vermietet. Ich hatte eine Etage bereits renoviert, aber jetzt geht es ans gesamte Haus, weil das Dachgeschoss muss ausgebaut werden, das Dach erneuert werden. Und das Erdgeschoss ist auch wirklich sanierungsbedürftig. Und ich befinde mich gerade so in der Abstimmung mit dem Baudenkmalamt. Also es gibt eine untere Denkmalbehörde, eine obere. Und da muss man einige Sachen abklären. Und dann geht es nochmal an eine Nutzungsänderung. Also es muss ein kompletter Bauantrag dann gestellt werden. Und dann, erst wenn alles feststeht, kann ich mich mit der Innenarchitektur beschäftigen. Wobei ich gucke natürlich schon die ganze Zeit. Und ich kann sagen, es ist wirklich das Schwierigste, wenn man selber für sich als Planer, Innenarchitekt oder Architekt umbaut. Ich kann es zumindest für meinen Teil behaupten, weil man hat ja so viele Stile, so viele Möglichkeiten, so viele Produkte, die man kennt und sich dann zu entscheiden und festzulegen, das ist echt schwierig. Das ist für einen Kunden viel, viel einfacher. Wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, dass du Moderatorin geworden bist? Ja, dass ich Moderatorin geworden bin, das war ein absoluter Zufall. Ich war Studentin, habe in Spanien eine Finca umgebaut und dann gab es dort jemanden, der meinte, ich müsste vor die Kamera. Und ich habe mich erst sowas von unwohl gefühlt. Das war für mich so eine ungewohnte Situation. Aber ich durfte damals auch auf Messen moderieren. Also ich war auf der CeBIT, auf der IFA und das hat mir richtig Spaß gemacht, zu interagieren mit Menschen. Und ja, dadurch bin ich auch dabei geblieben, weil damals 2003 war es nicht so rosig mit den Jobs in der Innenarchitektur oder in der Architektur. Und dann gab es ein Jobangebot, wo man beides miteinander verbinden konnte. Das war damals der Aufruf zu Zuhause im Glück. Und das hat einfach gepasst und ich hatte mit Menschen zu tun, ich konnte umbauen, ich hatte Handwerker an meiner Seite und das war 14 Jahre, fast 14 Jahre lang meine Passion damals. Eva, was bedeutet denn für dich nach dem Nolte Slogan das Leben in der Küche? Nolte hat ja den Slogan, das Leben in der Küche, und das trifft es für mich zu 100%, weil für mich findet das Leben einfach in der Küche statt. Morgens der erste Gang bei mir zur Kaffeemaschine und dann bereite ich mir irgendwann Frühstück zu. Man ist ja auch immer wieder zwischendurch in der Küche, holt sich was zu trinken, holt sich einen Snack. Abends wird zusammen gekocht mit Freunden oder mit meinem Partner und insofern auch Gespräche werden in der Küche geführt. Man kann ja in der Küche irgendwie anders reden, finde ich, als im Wohnzimmer oder im Esszimmer. In der Küche ist es so back to basic. Sehr authentisch eigentlich immer, weil da wird ja etwas, ja, ein Grundbedürfnis gestillt. Es geht ja um Essen, ums Kochen. Und ich glaube, es ist nicht umsonst meistens der Lieblingsort auch auf Partys oder wenn Gäste da sind, dass man in der Küche zusammensteht und redet. Hast du denn auch einen Stil in der Innenarchitektur, den du besonders gerne hast? Ich habe immer schon sehr, sehr gerne Stile gemixt. Ich habe immer Altbauten gehabt, in denen ich gelebt habe. Da hat man natürlich schon relativ viele Vorgaben durch die kassettierten Türen, die alten Dielenböden, hohe Räume. Das ist natürlich schon mal toll. Und dann kann man aber mit Farben und modernen Sachen und alten Sachen wunderbar spielen. Und das mag ich sehr. Ich bin früher sehr, sehr bunt gewesen. Also habe auch unterschiedlichste Farben gemischt, hatte immer einen bunten Raum, beziehungsweise jeder Raum hat eine andere Farbe. Im Moment tendiere ich mehr zu reduzierten Farbtönen, zu erdigen Tönen, schwarz, grau, aber das kann sich auch wieder ändern. Jetzt hast du ja schon bei relativ vielen Produktionen mitgearbeitet. Was war denn bis jetzt so dein schönstes Erlebnis am Set?
Also die Begeisterung von Menschen und mehr über Menschen zu erfahren, das ist halt immer total spannend. Deswegen freue ich mich auch heute hier zu sein und heute mal auf der Seite zu sitzen, um Fragen stellen zu dürfen. Jetzt darfst du das ja machen und gleich darf ich die Fragen stellen. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch, insofern finde ich es immer schön, in Menschen zu tauchen, in deren Geschichte und was sie bewegt. Und vor allen Dingen Leidenschaft berührt mich immer wieder, wenn man eine Passion für etwas hat und die vorantreibt. Das finde ich immer wieder bewundernswert und das trägt auch eine Gesellschaft weiter.